Ich habe vor 6 Jahren hier einen Vortrag gehalten mit dem Titel Den Tiger reiten lernen, ja? Umgang mit negativen Emotionen als Untertitel. Und damals lebte ich noch in Hamburg, ja? Und in dem Vortrag habe ich vor allem beschrieben, welche negativen Emotionen in mir ich begegnet bin, vor allem während meiner Radfahrten von meinem Wohnort zu meiner Arbeitsstätte in Hamburg, hin und zurück. Ja? Und das waren Gedanken, sehr negativ zum Teil, bis hin zu dem Wunsch, dass doch vielleicht andere Autofahrer, den anderen Radfahrer, über den ich mich da gerade so geärgert hatte, aus welchen Gründen auch immer, eigentlich am besten über den Haufen fahren möge. Ich habe mich damals über diese Gedanken sehr erschreckt, die Gedanken, die sozusagen in meinem Geist auftauchten. Und ich habe dann in dem Vortrag beschrieben, wie ich versucht habe, mit diesen negativen Emotionen und Gedanken zu arbeiten. Also das war so ein Prozess, der ging sozusagen über Jahre, könnte man sagen. Ich war 7 Jahre insgesamt in Hamburg. Und habe auch beschrieben, oder versucht zu beschreiben in dem Vortrag, wie ich versucht habe, diese negativen Emotionen zu verwandeln in positive. Und zu großen Teilen war der Vortrag vor 6 Jahren damals das, was man im Buddhismus ja Eingeständnis von Fehlern nennt. Ja, in dem Fall sogar ein Eingeständnis in der allgemeinen Öffentlichkeit, ja, bei diesem öffentlichen Vortrag damals. Und da ich damals kein Zimmer im Ruhrgebiet hatte, meine Wohnung war hier in Hamburg, und ich kam schon einen Tag vorher, habe ich übernachtet im Wohnzimmer. Habe ich damals übernachtet in dem Wohnzimmer einer kleinen buddhistischen Frauen-WG, die ist damals, ja, die gibt es eigentlich immer noch, in anderer personeller Konstellation, da am Wasserturm, ja, gab. Und am anderen Morgen beim Frühstück fragte mich Sangadashini, die damals noch Sabine Lenz hieß, fragte mich, wie ich denn geschlafen hätte vor diesem Vortrag, den ich am nächsten Abend halten wollte. Und ich sagte zu ihr, ich habe kein Auge zugetan, oder fast kein Auge zugetan, ja, weil ich Angst vor meinem eigenen Vortrag hatte, den ich am nächsten Tag halten wollte. Und Sangadashini, also damals noch Sabine Lenz, nachdem ich ihr erzählt hatte, was ich da so am nächsten Abend vorhatte, meinte in ihrer Trockenart, na, wenn ich das vorhätte, was du da vorhast, dann könnte ich auch nicht schlafen. Tja, sowas kann passieren vor einem Fehlereingeständnis. Die Angst vor der eigenen Courage, könnte man sagen. Ja? Und ich bin damals mit dem Vortrag ein bewusstes Risiko eingegangen. Ja? Ein tiefes Eingeständnis von Fehlern sollte man nicht in der allgemeinen Öffentlichkeit machen, sage ich jetzt mal. Ja? Man macht diese buddhistische Praxis eigentlich nur in einer vertrauensvollen und vertrauten Umgebung, unter Menschen, die die eigenen Ideale teilen und verstehen, warum man dieses Eingeständnis macht. Ja? Aber ich bin damals bei diesem Vortrag bewusst ein Risiko eingegangen, kalkuliert, weil ich andere Menschen ermutigen wollte. Das war mir am wichtigsten. Andere Menschen ermutigen wollte, sich ihre eigenen negativen Emotionen, wie ich sie beim Radfahren damals erlebte, ohne Schuldgefühle anzuschauen. Ja? Weil ich andere Menschen ermutigen wollte, keine Angst zu haben, dem eigenen Schatten, wenn man diese psychologische Sprache gebrauchen möchte, den eigenen dunklen Seiten ins Gesicht zu schauen und sich dessen nicht zu schämen. Ja? Und als ich den Vortrag gehalten hatte, lief alles wunderbar. Ja? Der Raum ist jetzt ja schon ganz gut gefüllt. Ich schätze, wir sind so 40 Leute, damals waren wir, glaube ich, 60. Also der Raum war rappelvoll. Und manche erzählten mir noch Jahre danach, dass sie sich an meinen Vortrag noch erinnerten. Vielleicht lag es allerdings auch nur daran, dass ich damals einen Fahrradlenker mitgebracht hatte, an dem auch eine Fahrradklingel war und mit dem ich während dieses Vortrags häufig einmal so gewöhnlich rumgeklingelt habe. Also kann auch nur daran gelegen haben. Sangrakshita,
Mein Lehrer und Gründer der buddhistischen Gemeinschaft Tri Ratna sagt, dass das Eingeständnis von Fehlern im Kern eine Anerkennung ist. Eine Anerkennung unserer dunkleren Seiten. Ja, eine realistische Einschätzung unserer Unzulänglichkeiten und Schwächen, damit wir sie überwinden können. Und es schließt auch den Entschluss ein, dass wir diese dunkleren Seiten wirklich überwinden wollen. Ja. Es hat nichts mit dem zu tun, was man in der katholischen Kirche so als Beichte kennt. Ich weiß, manche Leute haben, wenn sie das Wort hören, Buddhismus so Eingeständnis von Fehlern, diese Assoziation, ach ja, das ist ja wie bei der Beichte. Ja. Ich würde sagen, nein, es hat damit nichts zu tun. Es hat nichts mit Sünde zu tun, es hat nichts mit Schuld zu tun, nichts mit Bestrafung, ewiger Verdammnis und Ähnlichem. Ich bin nie Katholik gewesen, habe also keine eigenen Erfahrungen mit der sogenannten Beichte und will deshalb nicht ausschließen, dass auch die Beichte positive psychologische Wirkung bei einigen Menschen haben mag. Bei anderen hat es vielleicht negative. Ja. Okay, ich habe da keine eigene Erfahrung mit. Was ich allerdings sagen kann, aus eigener Erfahrung, im Umgang mit Menschen, die eine starke christliche Konditionierung haben, ob nun katholischer Art oder protestantischer Art, dass sie fast alle, so würde ich jedenfalls sagen, an starken, irrationalen Schuldgefühlen leiden. Ich selbst, obwohl als Protestant getauft und konfirmiert, habe nie eine tiefe christliche Erziehung bekommen und kann, muss ich in gewisser Weise leider sagen, Menschen mit starker christlicher Konditionierung nur begrenzt verstehen. Aber ich bin immer wieder frappiert, wie stark Menschen, die eigentlich den Buddhismus üben wollen, aber einen tiefen christlichen Hintergrund haben, von Schuldgefühlen getrieben sind. Ja? Die man ihnen manchmal auch überhaupt nicht ausreden kann. Ich habe das so oft erlebt. Ja, man sagt ihnen zigmal, du bist völlig okay. Ja, und deine Schwächen sind auch völlig okay. Aber irgendwie scheint es bei ihnen oder manchen von diesen Menschen nicht anzukommen. Ja, auf einer tiefen emotionalen Ebene scheinen sie sich existenziell, tja, mir fehlen jetzt die Worte, schuldig zu fühlen, sündig zu fühlen, schmutzig, was auch immer. Auf jeden Fall leiden sie an mangelndem Selbstwertgefühl. Das wäre zumindest meine Beobachtung. Die buddhistische Praxis des Fehlereingeständnisses, Papadesana ist das buddhistische Wort dafür, macht uns dagegen, zumindest meine Behauptung, stärker. Macht dein Selbstwertgefühl nicht schwächer, sondern sie macht es stärker. Ganz wichtig. Diese Praxis, wiederum meine Behauptung, macht dich frei und furchtlos. Es gibt im Buddhismus keine Erbsünde und es gibt auch keinen fundamentalen Unterschied von Mensch und Gott. Ja, auch ein unerleuchteter Mensch wie wir kann Erleuchtung erlangen. Jeder von uns trägt das Potenzial für Buddhaschaft in sich. Weshalb also sollten wir potenziellen Buddhas uns existenziell minderwertig fühlen? Kann man das mal anderen erklären? Ja? Also gut, okay, wir sind jetzt noch keine Buddhas, ja? Und bis dahin ist ein langer Weg, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also es gibt keinen Grund, als Buddhist oder Buddhistin sich irgendwie minderwertig zu fühlen. Als Buddhist oder Buddhistin ist man auch nicht überrascht, zumindest sollte man nicht überrascht sein, wenn man eine Menge negativer Emotionen und Gedanken in sich entdeckt. Schließlich sind wir nicht erleuchtet, vermute ich zumindest hier mal von uns, ja. Also, was sollte man anderes erwarten? Als Unerleuchtete sind wir getrieben von Gier, Hass und Verblendung, den drei Wurzelgiften, wie man das im Buddhismus nennt. Und selbstverständlich wird sich diese Tatsache auch äußern, in unseren Emotionen äußern, in unseren Gedanken, auch in unserer Sprache,
Die Sprache wird deswegen mal unwahrhaftig sein, mal unfreundlich, mal grob, vielleicht sogar mal boshaft. Ja? Gelegentlich wird sich unsere Gier, unsere Aversion und unsere geistige Verwirrung auch in negativen Handlungen ausdrücken. Nicht nur in negativen Gedanken und Sprache, auch in Handlungen. Wie sollte es anders sein? Ja. Das ist nichts, wofür man als Buddhist oder Buddhistin vor Scham in den Boden versinken müsste. Trotzdem kann Scham, ob unseres unethischen Verhaltens, eine positive Rolle spielen, aber dazu ein bisschen später. Also auch wenn es für Buddhisten keinen Grund gibt, sich wegen seiner Schwächen minderwertig zu fühlen, kann man trotzdem feststellen, dass auch bei Buddhisten Fehlereingeständnis nicht gerade die beliebteste Praxis ist. Okay, ich habe vorhin mit, wo ist die Christa? Ja, da hat Christa gesprochen. Diese erzählte sozusagen, dass sie von dieser Praxis sehr inspiriert ist, was ich von mir auch sagen kann. Also vielleicht bin ich dazu skeptisch, ja, dass sozusagen diese Praxis auch bei Buddhisten nicht so beliebt ist. Aber okay, also ist jedenfalls mein Eindruck, kann man vielleicht in Zweifel stellen. Wenn ich da recht haben sollte, dass sie nicht so beliebt ist, dann stellt sich die Frage, warum eigentlich nicht? Ich glaube, der Grund ist Angst. Angst. Ängste der unterschiedlichsten Art, ja. Manchmal ist es Angst vor Veränderung. Denn wenn wir das Fehlereingeständnis ernst meinen, müssen wir uns verändern. Wir müssen an unseren Fehlern arbeiten, müssen versuchen, sie zu überwinden. Wollen wir manchmal aber vielleicht gar nicht. Zumindest große Teile von uns wollen das vielleicht nicht. Ja? Manchmal gestehen wir auch Dinge ein, auf die wir heimlich stolz sind und gerne weitermachen wollen, ja, dann ist das vermeintliche Fehlereingeständnis eigentlich nur eine verdeckte Art von Prahlerei. Ja. Die Sachen habe ich auch schon erlebt. Ja. Aber die Dinge, für die wir uns wirklich schämen, von denen wir wirklich überzeugt sind, dass sie falsch sind, die gestehen wir aus Angst oft nicht gerne ein. Wir haben Angst, die Achtung, den Respekt, vielleicht sogar die Bewunderung, die uns andere entgegenbringen, zu verlieren. Wir fürchten, den sozialen Status zu verlieren oder unser Ansehen, unseren Ruf, den wir innerhalb der jeweiligen Gruppe genießen. Ja? Und bei meinem Vortrag damals vor 6 Jahren, als ich im Nachhinein darüber reflektiert habe, muss ich sagen, ja, da war wahrscheinlich auch etwas Angst dabei. So Angst nach dem Motto, was mögen hinterher die anderen von Nirmala denken? Ja, aber da ich mir nicht so schrecklich viel daraus mache, was andere von mir denken, habe ich meine Angst auch relativ schnell überwunden. Ich glaube, es war damals eher so eine allgemeine Angst vor dem Ungewissen. So, was wird passieren? Was wird während oder nach dem Vortrag passieren? Wird er vielleicht einen Skandal auslösen? Ja. Und ich kam damals aus Hamburg. Viele Leute kannte ich noch, aber viele eben auch nicht, weil komme ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Also ich konnte nicht einschätzen, welche Zuhörer ich bei dem Vortrag haben würde und wie die da so reagieren würden. Also da war so eine Angst, glaube ich, so vor dem Ungewissen. Was macht da passieren? Wenn wir unethisches Verhalten unseren spirituellen Freunden eingestehen, realistisch gesehen, werden die wahrscheinlich auch nicht in Jubelschreie ausbrechen. Ja? Wenn es eine ernste Sache ist, die wir da eingestehen, werden sie zu uns sagen, ja, da hast du dich unethisch verhalten. Aber sie werden Respekt vor uns haben, dass wir diese Sache eingestanden haben, dass wir unsere Angst überwunden haben und ihnen gegenüber offen und ehrlich sind. Dass wir ihm Vertrauen schenken. Ja? Vielleicht werden sie uns sogar wegen unseres Eingeständnisses bewundern. Ja, das könnte vielleicht auch passieren. Manchmal kann es auch passieren, dass wir Fehler eingestehen über vermeintliches Fehlverhalten, in Gedanken, Worten oder Taten. Und unsere spirituellen Freunde korrigieren uns und sagen, nee, das war überhaupt nicht unethisch. Ja? Vielleicht
entsprach unser Verhalten vielleicht nicht dem, was in der Gesellschaft konventionell erwartet wird, aber es widersprach nicht den ethischen Vorsätzen von Buddhisten. Es war kein Ausdruck selbstsüchtiger Gier, ab von Aversion oder Verblendung. Geh jetzt mal wieder ein kleines Risiko ein und bring mal ein kontroverses Beispiel zu diesem Thema vielleicht. Ich sprach kürzlich mit einem Mann, der es nicht akzeptieren konnte oder wollte, dass ein anderer Mann zwei Freundinnen hat. Ich selbst lebe seit über 10 Jahren zölibatär. Ja, also für mich ist das überhaupt gar kein Thema. Ich habe kein Interesse daran, deswegen trage ich auch so einen gelben Käse, bin Anagarika. Aber wenn ich die Geschichte sozusagen von der ethischen Perspektive aus betrachte, kann ich nicht einsehen, was daran grundsätzlich unethisch wäre. Solange die beiden Frauen davon wissen und es akzeptieren. Monogamie ist zwar die konventionelle Sexualmoral in unserer Gesellschaft, aber sie ist deswegen grundsätzlich ethischer. Ja, es gibt Gesellschaften, in denen Polygamie oder Polyandrie, eine Frau, mehrere Männer, ja, die gesellschaftliche Konvention sind, ganz anders als in unserer. Okay, das ist so ein Beispiel, wo man sagen könnte, da denkt jemand vielleicht konventionelle Moral, aber was vielleicht aus der ethischen Perspektive für Buddhisten überhaupt nicht unethisch oder nicht prinzipiell. Ich leugne nicht, dass das ein komplizierter Sachverhalt ist und ich möchte selber nicht in der Situation sein. Ja, ethisch höchst komplex, aber das ist nicht grundsätzlich unethisch. Ja. Kommt immer darauf an, wie die Leute sich dann da verhalten. Also das kann manchmal passieren, dass wir denken, wir hätten uns unethisch verhalten oder würden uns unethisch verhalten, aber unsere spirituellen Freunde, die vielleicht ein bisschen größere Perspektive haben als wir oder mehr darüber nachgedacht haben, sagen, nee, da bist du auf dem falschen Dampfer, du machst dir da unnötig sozusagen selber Probleme. Ich habe gesagt, das Schamgefühl vor einem Eingeständnis auch ein positives Zeichen sein kann. Aber vielleicht ist Scham auch nicht so das richtige Wort. Ja? Das Wort Scham weist vielleicht so ein bisschen in die Richtung von irrationalen Schuldgefühlen. Und vielleicht sollte man statt Scham eher von einem Gefühl tiefen Bedauerns sprechen. Vielleicht wäre das ein besseres Wort. Ja? Aber dieses tiefe Bedauern sollten wir besonders dann haben, wenn wir andere Menschen oder Lebewesen verletzt und geschädigt haben und es vielleicht nicht wieder gut machen können. Dann wird unser Eingeständnis von starken Gefühlen begleitet sein. Sollte es eigentlich auch. Ja? Wir sollten unser Verhalten dann wirklich bedauern. Ja? Und solch ein Eingeständnis kann sich auch auf unser Nichthandeln beziehen. Ja? Also eine Situation, in der wir vielleicht jemandem hätten helfen können, aber es nicht getan haben. Auch das können wir zutiefst bedauern. Wir sind verantwortlich für unser Handeln, aber wir sind auch verantwortlich für unser Nichthandeln. Okay, vielleicht fragt sich inzwischen der eine oder andere, ja, ich bedauere ja manchmal auch mein Verhalten, aber warum soll ich das anderen Leuten eingestehen? Reicht das denn nicht, wenn ich das sozusagen mit mir selber ausmache und das innerlich bedauere? Nun, ein Eingeständnis in Gegenwart von anderen wird einen größeren Effekt haben. Ja, einen größeren Effekt haben, als wenn wir es nur in unserem Kämmerchen tun. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Eingeständnis ernst nehmen und an einer Verhaltensänderung arbeiten, wird größer, wäre jedenfalls meine These. Ja? Und, ich habe es schon erwähnt, vielleicht klären uns ja unsere spirituellen Freunde darüber auf, dass es vielleicht gar kein ethisches Fehlverhalten war. Kann ja auch passieren. Passiert gar nicht so selten. Also wir machen im Ordenskapitel, gibt es manchmal so Fehlereingeständnisse, das heißt manchmal regelmäßig Fehlereingeständnisse und jedes fünfte, sechste Mal oder vielleicht sogar häufiger, wirft einer die Frage, von den anderen die Frage auf,
ja, ist das denn wirklich unethisch? Und dann ergibt sich vielleicht ein bisschen längere Diskussion darüber. Ja? Also das ist auch ein Vorteil von Eingeständnis gegenüber anderen, dass da manchmal sozusagen eine längere Diskussion entsteht und wir entweder zu dem Ergebnis kommen, ist überhaupt gar kein Fehlverhalten, oder vielleicht ist es ein Fehlverhalten, aber wir sehen vielleicht viel mehr Gründe, viel mehr Implikationen, Folgen, die sozusagen wir selber nicht sehen konnten, aber die sich durch das Gespräch ergeben haben. Ja. Es wird uns nach einem Eingeständnis unter spirituellen Freunden auch leichter fallen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, unser schlechtes Gewissen loszulassen. Ja. Wenn Freunde uns wirklich gehört haben, unser Eingeständnis verständnisvoll akzeptiert haben und uns vielleicht auch noch einen guten Rat gegeben haben, dann werden wir uns danach erleichtert fühlen und gereinigt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, ist mir immer so gegangen. Ja. Und nach diesem Eingeständnis sollten wir die ganze Geschichte an die Seite legen. In gewisser Weise sogar vergessen. Ja. Es hilft niemandem, wenn wir ewig lamentieren, was Schlimmes wir alles getan haben, gesagt haben, gedacht haben und so weiter. Nach dem Eingeständnis geht man zur Tagesordnung über und verhält sich einfach in Zukunft besser. Punkt. Ja. Und dieser Erleichterungseffekt, habe ich mir sagen lassen, soll auch nach einer christlichen Beichte eintreten können. Diejenigen, gibt ja vielleicht Katholiken uns, die da Erfahrung mit haben. Also ich schließe das nicht aus, ja, habe da keine Erfahrung mit, weiß nicht, ob das stimmt, aber würde ich nicht ausschließen. Also das ist ein großer, jedenfalls nach einem buddhistischen Fehler eingestellt, ist in der Regel eine große Erleichterung und man kann dann auch sozusagen diese Schuldgefühle, ob nun rational oder irrational, auch loslassen. Auf jeden Fall sollte man nicht dauernd in Grübeleien über die begangenen Fehler sich verlieren. Ja? Denn wenn man ewig an Gewissensbissen festhält, ich habe solche Fälle auch schon kennengelernt bei Menschen, ja? Also wenn man ewig an Gewissensbissen festhält, ist das eigentlich Zeichen eines übergroßen Egos. Ja? Wir nehmen uns zu wichtig. Und wir nehmen auch unsere Fehler zu wichtig. Ja? Und vielleicht gefallen wir uns sogar auch mit unseren Gewissensbissen. Vielleicht gibt uns das ein Stückchen Identität. Ja? Ich bin derjenige, der immer über sein Fehlverhalten so klagt und leidet. Ich bin der Leidende oder die Leidende an sich selber. Ja? Wir messen möglicherweise unseren Fehlern eine viel größere Bedeutung zu, als sie überhaupt haben. Ja? Wenn man so buddhistisch mal denkt, bedingtes Entstehen, Paticca Samuppada. Alles ist die Folge unendlich vieler Bedingungen und Ursachen. Ja? Auch wenn wir vielleicht irgendwas getan haben, was jemand anderen vielleicht verletzt hat, das war nicht die einzige Bedingung, die zu der Verletzung geführt hat. Es sind so viele Faktoren, die da sozusagen mitwirken. Ja? Und es hilft niemandem, wenn wir alles sozusagen nur auf unsere Schultern packen und ewig nach rückwärts schauen. Von den karmischen Folgen unserer unethischen Handlungen kann uns das Fehlereingeständnis, muss ich leider sagen, allerdings nicht erlösen, nicht befreien. Ja? Das Gesetz von Karma, also ethischen Ursachen und ethischen Folgen, lässt sich damit nicht außer Kraft setzen. Also wenn wir was Unethisches getan haben, dann wird irgendwie auf uns zurückfallen. Aber ich denke, nach dem Eingeständnis werden wir die unangenehmen Folgen unseres Verhaltens wahrscheinlich viel leichter ertragen können und es akzeptieren können. Ja. Wirkliches Eingeständnis bedeutet auch, sich zu bemühen, den Schaden, den wir angerichtet haben, wieder gut zu machen. Das ist ganz wichtig. Gehört zu einem wirklichen vollen Fehlereingeständnis dazu. Ja. Wiedergutmachung. Okay, es gibt manchmal Dinge, da ist so bildlich gesprochen das Kind in den Brunnen gefallen, ja, und wir können es nicht mehr ändern. Dinge sind einfach passiert. Ja. Aber es kann oft sinnvoll sein, sich bei den Geschädigten zumindest zu entschuldigen, wenn wir die Geschichte nicht mehr gut machen können. Ja. Und ob man seine Handlung wieder gut machen kann und wie man das am geschicktesten tut, ohne vielleicht noch größeren Schaden anzurichten, das ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen. Und eine wirkliche Kunst. Also ich habe es auch schon häufig erlebt,
wie gesagt, häufig, aber ein paar Mal, wo Leute irgendwie was wieder gut machen wollten und erzählten mir davor. Und ich habe gesagt, bloß nicht, ja, weil ich sozusagen sehen konnte, das macht den Schaden noch viel größer. Ja. Also manchmal, wie sagt man, der Weg in die Hölle ist manchmal mit guten Absichten gepflastert. Ja. Also dass du eine gute Absicht hast, der wieder macht, garantiert nicht, dass das einen guten Effekt hat. Ja. Also auch da ist wiederum Gespräch mit spirituellen Freunden ganz wichtig. Vorher mal sagen, was du so vorhast und was die dann vielleicht davon denken. Ja. Und oft haben sie bessere Ideen als wir, was wir tun könnten, aber auch bessere Ideen von dem, was wir am besten nicht tun sollten. Ja. Also das setzt alles ziemlich viel Lebenserfahrung und auch Reflexion voraus. Hat vielleicht nicht jeder immer zur Genüge und auf jeden Fall, wenn mehr Menschen zusammen sind, kommt mehr Lebenserfahrung und mehr Reflexion zusammen, als wenn wir das alles nur so in unserem eigenen Kästchen machen. Noch grundlegender als der Versuch zur Wiedergutmachung, soweit das überhaupt möglich und sinnvoll ist, ist allerdings das ehrliche Bedauern über unser Verhalten. Ja. Wie sollten wir auch Fehler eingestehen können und wiedergutmachen wollen, wenn wir sie nicht wirklich bedauern? Ich habe im Untertitel dieses Vortrags Fehlereingeständnis als Weg zu Furchtlosigkeit und Freiheit von Schuldgefühlen bezeichnet. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, was es denn damit auf sich haben mag. Ich denke, eigentlich ist das ganz einfach. Ja? Wenn ich all meine Schwächen und Unzulänglichkeiten eingestanden habe, vor welchem Verlust an sozialem Ansehen sollte ich mich dann noch fürchten? Ja? Wir haben uns offen und ehrlich so gezeigt, wie wir sind. Wir müssen anderen nichts mehr vorspiegeln. Wir müssen nicht vortäuschen, dass wir anders oder besser wären, als wir sind. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, dass wir die Erwartungen anderer enttäuschen oder unseren guten Ruf verlieren. Es muss uns nichts mehr peinlich sein, wenn alles sozusagen schon raus ist und offen auf dem Tisch ist. Ja. Wer nichts zu verlieren hat, braucht auch keine Angst zu haben. Ganz simpel. Ja. Er oder sie wird frei, denke ich, von falscher Rücksichtnahme auf soziale Konventionen. Okay, es gibt sicherlich Situationen, wo es eine berechtigte Rücksichtnahme gibt auf soziale Konventionen. Das ist auch eine ethische Dimension mit angesprochen, aber oft ist es eine falsche Rücksichtnahme. Ja? Wenn du dir keine Illusion mehr machst über dich selber, wenn du dich nicht mehr anstrengen musst, in der Öffentlichkeit ein unrealistisches Bild von dir aufrechtzuerhalten, wird das Leben leichter. Eine Menge leichter, kann ich euch sagen. Ja? Und es muss dir nichts mehr peinlich sein. Es gibt auch keinen Raum für irrationale Schuldgefühle. Wenn wir alles eingestanden haben, was einzugestehen war, wenn wir Dinge wieder gut gemacht haben, wenn sie wieder gut zu machen waren, wenn wir uns bei Menschen entschuldigt haben, die wir geschädigt haben, wenn das sinnvoll war, tja, dann haben wir alles getan, wirklich alles getan, was man im Nachhinein tun kann. Warum sollte man dann noch Schuldgefühle mit sich rumtragen? Also die Wirkung eines umfassenden Eingeständnisses ist in der Regel eine große Erleichterung bei demjenigen, der es macht. Sanrakshita benutzt für Fehlereingeständnis einen sehr drastischen Vergleich. Er sagt, Fehlereingeständnis ist wie Erbrechen. Ja? Er sagt, es ist wie das Auskotzen von Gift, geistigen und emotionalen Gift. Ja? Wenn wir uns erbrechen, dreht sich uns der Magen um, da wird etwas umgewälzt, dann kommt das Gift hoch und wir spucken es aus. Ja? Eingeständnisse können also, jedenfalls wenn wir sie machen oder bevor wir sie machen, wie Erbrechen schmerzhafte und unangenehme Prozesse sein. Ja? So ein bisschen die Situation, die ich da in der Nacht vor dem Vortrag erlebte, hatte so einen kleinen Geschmack davon. Ja? Also es können schmerzhafte Prozesse sein, aber sie befreien uns vom Gift und hinterher
fühlen wir uns wohler, weil wir haben das Gift sozusagen ausgespuckt. Ja? Wenn wir etwas nicht eingestehen wollen, bedeutet es meist, dass wir es auch nicht aufgeben wollen. Wir halten das Gift in unserem Körper zurück. Ja? Und Gift meint hier in diesem Zusammenhang eigentlich alles, was uns daran hindert, Erleuchtung zu erlangen. Vielleicht noch mal ein paar Tipps, wie man ein wirkliches Fehlereingeständnis macht. Fehlereingeständnis machen und auch annehmen ist auch wiederum eine Kunst, ist eine buddhistische Praxis. Ja? Die muss man in gewisser Weise auch lernen, genauso wie man Meditation lernt oder Rituale kennenlernt oder Studium macht. Ja? Manchmal denkt man, naja, ich sag das und dann ist das erledigt. Nee. Also um es richtig mit vollem Effekt zu machen, sollte man eine Menge Sachen, oder vielleicht eine Menge, aber ein paar Sachen beachten. Also einmal, wie? Man sollte sich an Tatsachen halten. Tatsachen halten und konkrete Dinge eingestellen. Ja, konkrete Dinge. Gerade so die kleinen Dinge sind da eher besser für geeignet, die man gemacht hat oder auch nicht gemacht hat. Schwarz fahren mit der U-Bahn. Ja. Den Hausflur nicht geputzt, obwohl man an der Reihe war und es seinen Mitbewohnern versprochen hatte. Nicht lizenzierte Software auf dem Computer. Beim Lohnsteuerjahresausgleich geschummelt. Ja. Seine Rundfunkgebühren nicht bezahlt. Hasserfüllte Gedanken gegenüber unserem Vorgesetzten. Der alten Oma mit den schweren Einkaufstüten nicht geholfen. Ja? Im Zug aggressiv den besten freien Platz ergattert. Ja? Sein Partner oder Partnerin nicht ganz die Wahrheit über den Seitensprung gesagt. Ja? Beim Erzählen über unsere tollen Taten, was wir alles so Tolles machen und tun, gehörig übertrieben. Oder vielleicht nicht gehörig, aber doch deutlich übertrieben. Und so weiter und so weiter. Ja. Das sind so kleine Beispiele von konkreten Sachen. Ein allgemeines Eingeständnis, etwa so von der Art, ich war gestern nicht so achtsam, ja, das hilft eigentlich kaum weiter und ist eigentlich kein wirkliches Fehlereingeständnis. Denn wer von uns ist schon immer achtsam? Ja, das ist eigentlich eine, wie soll ich sagen, als gilt für jeden, ja, dass wir irgendwann unachtsam sind. Das ist kein besonderes, konkretes Eingeständnis. Ja. Also was ist spirituell wichtig, dass wir uns keine Illusion über uns machen, dass wir an klaren Fakten erkennen, wie wir wirklich sind. Ja, dass wir vielleicht doch nicht so selbstlos und immer ehrlich und immer anständig sind, wie wir so vielleicht gerne über uns denken. Da sind auch vielleicht all die anderen Seiten, die geizige Seite, die selbstsüchtige Seite, vielleicht sogar mal so ein kleiner boshafter Teufel, der da vielleicht manchmal hochkommt. Ja. Also auch das muss man sich selbst in gewisser Weise eingestehen, klar erkennen, Selbstkenntnis. Ja. Man sieht dies klar, bedauert es, will es verändern und gesteht es ein. Sagt es seinen spirituellen Freunden und dann kann man es loslassen. Für Buddhisten ist aber immer klar, nur in den seltensten Fällen wollen Menschen wirklich boshaft sein. Es gibt sicherlich auch noch so Situationen, aber das ist ganz, ganz selten, dass jemand wirklich mit böser Absicht sich irgendwie verhält. Die meisten üblen Dinge in der Welt geschehen nicht durch Bosheit oder aus Bosheit, sondern durch Unwissenheit, durch Verwirrung, geistige Verwirrheit, Unachtsamkeit, ja. Oder weil wir irgendwie einen Fehler gemacht haben und eine bestimmte Sache einfach nicht wussten oder nicht wissen konnten oder nicht ahnen konnten. Ja? Oder wir im Griff sozusagen von negativen Geisteszuständen waren und uns den einfach irgendwie nicht entziehen konnten, obwohl sie vielleicht versucht haben. Ja? Die waren einfach stärker als wir. Ja? Das kann passieren. Ja? Also so sind wir unerleuchtete Wesen einfach. Und wenn wir ein Fehlereingeständnis machen, brauchen wir deswegen auch keine Schuldgefühle haben. Auf jeden Fall sollten wir keine irrationalen Schuldgefühle haben. Ja? Sangharakshita geht so weit zu sagen, dass
solange wir noch irrationale Schuldgefühle haben, eigentlich gar kein Fehlereingeständnis möglich ist. Also man bedauert das eigene Verhalten, möglicherweise auch sehr tief. Vielleicht möchte man sogar vor Scham in den Boden versinken. Ja, das ist mir auch schon passiert, dass ich manchmal dachte, oh, was habe ich da bloß gemacht. Ja, also wirklich vor Scham in den Boden versinken möchte. Das kann passieren. Ja. Man ärgert sich vielleicht über sich selbst. Ja. Aber man übernimmt auch Verantwortung für sein Verhalten. Man redet sich nicht raus, ja, das war die hat mich dahin gebracht, oder der, oder das Wetter, oder der liebe Gott. Nee, 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 das war ich. Man also übernimmt Verantwortung dafür. Aber man hat keine irrationalen Schuldgefühle. Das ist ganz wichtig. Ja. Vielleicht sollte man hier an der Stelle mal ein bisschen genauer unterscheiden zwischen rationalen Schuldgefühlen, also begründeten, also dem begründeten Gefühl, dass wir uns so nicht so verhalten haben, wie es ethisch richtig gewesen wäre, und dem, was ich hier als irrationale oder unvernünftige Schuldgefühle bezeichne. Wie entstehen irrationale Schuldgefühle? Vielleicht kennt ihr auch die Situation, da sind wir uns vielleicht bewusst, dass wir etwas getan haben, dass wir etwas getan haben, was anderen nicht gefällt. Wir selbst halten unser Verhalten möglicherweise überhaupt gar nicht für falsch. Ja? Aber wir sehen es offensichtlich gegen den Wunsch von anderen und fühlen uns dann irgendwie unwohl. So, ne? Dann ist da vielleicht auch Angst, dass wir wegen unseres Verhaltens bestraft werden und andere von unserem Verhalten erfahren. Ja. Und für manche Menschen ist vielleicht, dass man das, was man vielleicht so als Liebesentzug bezeichnen könnte, die härteste Bestrafung. Ja. Also da haben manche Leute auch Angst vor. Ja. Und diese Angst führt zu allerlei Komplikationen, zu Heimlichtuerei, Vertuschen, Ausweichen, Täuschen, sogenannte Notlügen, Heuchelei und so weiter. Ja. Und wenn wir in so einer Situation sind, fühlen wir uns unfrei, weil wir nicht wirklich tun und sagen können, was wir wollen. Ja. Und die vermutlich wichtigste Faktor für dieses Entstehen von irrationalen Schuldgefühlen, wenn die Person, deren Missfallen wir nicht erregen wollen, jemand ist, von dem wir emotional abhängig sind. Ja. Wir fürchten ihre Zuneigung, dieser Mensch, der für uns so wichtig ist, zu verlieren. Ja. Wir kennen das wahrscheinlich alle aus unserer Kindheit. Wir wollen die Zuneigung der Eltern, vielleicht besonders der Mutter, nicht verlieren. Später sind es Lehrer, Klassenkameraden, Spielfreunde. Wenn wir erwachsen sind, ist es die Zuneigung unseres Ehepartners oder Sexualpartners, die Wertschätzung unserer Vorgesetzten und so weiter und so weiter. Und solange wir emotional abhängig sind, werden wir wahrscheinlich alle gelegentlich solche irrationalen Schuldgefühle erleben. Der eine vielleicht sehr stark und der andere vielleicht nur schwach. Ja. Warum? Weil wir, wie Sanrakshita sowas nennt, kein wahres Individuum sind. Was er wahres Individuum meint, ist jemand, der emotional unabhängig ist. Ja. Wer emotional unabhängig ist, kann seine Fehler unbekümmert eingestehen, weil er keine Angst hat. Keine Angst hat, die Zuneigung der Gruppe zu verlieren oder der Autoritätsperson oder die Liebe seiner Mutter oder die Liebe Gottes oder was auch immer sein mag. Ja. Er wird Fehler eingestehen, weil er sich spirituell entwickeln will, weil er sich von diesem Gift, wenn man so will, von diesem Geistesgift befreien will und alles aus dem Weg räumen will, was ihn an der Verwirklichung und Umsetzung seiner spirituellen Ideale hindert. Das wird er tun, aber er wird keine irrationalen Schuldgefühle haben, weil er von niemandem emotional abhängig ist. Das ist sozusagen die Idealsituation. Aber ich glaube, auch wenn wir für uns alle vermutlich diese Idealsituation nicht so ganz realistisch ist, aber zumindest kann man gucken, dass man weniger emotional abhängig ist oder seine emotionale Abhängigkeit mal so ein bisschen hinterfragt, dann reflektiert.
Also im Buddhismus gibt es keinen Platz für irrationale Schuldgefühle und Ängste. Ja, sollte es jedenfalls keinen Platz geben. Aber es gibt auch, könnte man sagen, sowas wie rationale Schuldgefühle. Ich meine damit, wenn wir jetzt wirklich unethische Handlungen begangen haben, ich habe noch ein paar Beispiele, gestohlen, belogen, andere Menschen geschädigt, andere Menschen beleidigt, andere Menschen verletzt und so weiter, dann sollten wir das wirklich bedauern. Ja? Manchmal haben wir so tief eingegrabene negative Gewohnheiten, dass wir uns dieses unethischen Verhaltens gar nicht bewusst sind. Ja? Manche Leute merken das gar nicht, was sie da tun. Ja? Manche Leute merken das nicht, was sie sagen. Noch, wie soll ich sagen, subtilere, feinere Ebene sind unsere, Gedanken. Ja, auch wenn wir vielleicht äußerlich uns ethisch und zumindest nicht unethisch verhalten, sind da vielleicht auch eine ganze Menge negative Gedanken in unserem Geist, die viele Leute auch nicht registrieren. Ja, durch Meditation kriegt man mehr Bewusstsein da rein, aber bei vielen Leuten läuft alles Mögliche im Kopf rum, aber merken das gar nicht. Also es kann sein, dass wir so tief eingegrabene Gewohnheiten haben. Manches, eine andere Gewohnheit, tun wir auch einfach so als Kavaliersdelikt ab. Ja? So nach dem Motto, ja, macht doch jeder. Ja? Also wenn wir etwa unsere Versprechen nicht gehalten haben oder ein bisschen die Unwahrheit erzählten oder den Staat bei der Lohnsteuererklärung ein bisschen beschummeln, so, naja, macht doch jeder. Ja? Diese Art Einstellung gibt es auch. Ja? Aber als Schüler und Schülerin des Buddha sollten wir uns sowas nicht durchgehen lassen. Wir haben es nicht nötig. Wir haben es nicht nötig, uns unethisch zu verhalten. Ja, wir können das erkennen und sollten es eingestehen und in Zukunft nicht mehr tun. Ja. Und wenn wir uns danach verhalten, gibt es keinen Grund für Schuldgefühle, gibt es eigentlich auch keinen Grund für Ängste und Sorgen. Ja. Und wenn uns die Wirkung unseres unethischen Verhaltens erreichen, so die Vipakas, die karmischen Folgen unseres karmischen Handelns, dann werden wir es mit Fassung tragen. Ja? So mit der Einstellung, okay, da sind jetzt die Wirkungen meines Handelns in der Vergangenheit, das sind sozusagen meine alten Schulden, die muss ich jetzt irgendwie abtragen. Ja? So, das kann ich nicht ändern, aber ich werde keine neuen anhäufen. Das kann ich auf jeden Fall sicherstellen, dass ich sozusagen keine neuen Schulden aufbaue. Ja, ich habe vorhin schon auch mal ein Beispiel angebracht, Fehlereingeständnis nur sich selber gegenüber. Ich glaube, wenn wir das nur uns selber gegenüber eingestehen, ist die Gefahr sehr groß, dass uns der innere Schweinehund, lass uns das mal so nennen, der innere Schweinehund wieder einholt und unsere guten Vorsätze nicht lange Bestand haben. Ja, wir denken vielleicht jetzt, ach ja, nee, das ja, habe ich nicht nötig da mit der Steuer. Ich guck mal Jürgen an, der arbeitet beim Finanzamt. Ja, habe ich nicht nötig da mit der Steuer. Und dann vielleicht 3 Monate später denkt man, ach ja, ich will mir eine neue Küche kaufen und so. Ne? Und dann sieht das schon wieder anders aus. Das ist das, was ich mit dem inneren Schweinehund nenne. Ja? Wir brauchen also jemanden, der gegebenenfalls nachfragt. Der nachfragt, was denn aus unseren guten Vorsätzen geworden ist, die wir da hatten vor einem halben Jahr oder 3 Monaten. Ja? Der dem gleichen spirituellen Pfad folgt wie wir, mit dem wir offen reden können und der unsere Offenheit nicht missbraucht oder ausnutzt. Der die Bedeutung auch unseres Eingeständnisses erkennt, der auch versteht, warum wir uns wegen unseres Verhaltens schämen und unser Eingeständnis akzeptiert. Ja, das ist sozusagen die Aufgabe der spirituellen Freunde. Wenn wir keine spirituellen Freunde haben, denen wir vertrauen können, dann haben wir ein echtes Problem, würde ich mal sagen. Ja. Manchmal halten wir uns mit Eingeständnissen zurück, weil wir befürchten, niemand wollte nach dem Eingeständnis mit uns noch was zu tun haben. Ja? Wenn sie nur wissen, wie wir wirklich sind. Ja? Habe ich auch schon alles erlebt, dass Leute dann, oh, wenn da nur irgendjemand weiß, keiner wird mit mir wieder reden. Und dann ist das raus und hat er sie das gesagt und alle anderen sagen, ach ja, so. Ja, also manchmal machen Leute sich dann riesen
Früher Freundin von mir, die sagt, dass wir machen ein Pukelzelt, ja. Also meint, dass da so was Schreckliches ist. So, aber oft ist es real gar nicht so eine Riesensache eigentlich, ja. Aber wir haben manchmal die Idee, niemand will mit uns da noch was zu tun haben, wenn die nur wissen, wenn wir wirklich sind. Aber innerhalb der spirituellen Gemeinschaft, deswegen ist die wichtig, glaube ich, dass wir die haben, wirst du weiterhin voll akzeptiert. Die Menschen werden dir weiterhin mit Metta begegnen. Ja? Metta ist liebevolle Güte. Ja? Zumindest sollten sie das, wenn es eine wirkliche spirituelle Gemeinschaft ist. Daran wird auch deutlich, finde ich, dass Praxis des Fehlereingeständnisses nicht nur eine Übung ist für die Eingestehenden, sondern es ist auch eine Übung, eine spirituelle Praxis, für diejenigen, die dem Eingeständnis zuhören und es als Eingeständnis akzeptieren. Ja? Ihre Einstellung von Metta sollte immer bestehen bleiben, egal was sie da hören. Egal. Ja? Auch wenn sie mit deiner Handlung vielleicht nicht einverstanden sind, wenn sie bedauern, was du getan hast, aber diese grundsätzliche Einstellung von Metta, von Freundlichkeit, die muss bleiben. Ja? Die werden Mitgefühl mit dir haben, unter anderem auch deswegen, weil du unter den Folgen deiner unethischen Handlungen zwangsläufig leiden wirst. Aber auch wenn unsere spirituellen Freunde auf unser Eingeständnis vielleicht nicht perfekt antworten, niemand ist perfekt, ja, müssen wir ihnen vertrauen, denke ich, und das Vertrauen in dem Sinne, dass sie sich wirklich bemühen und uns guten Willen entgegenbringen. Andererseits kann man natürlich Vertrauen auch nicht erzwingen. Da muss man sich auch realistisch sein. Ja. Den Menschen, denen man seine ethischen Fehler eingesteht, mit denen sollte man in enger Kommunikation sein, vertrauensvoller Kommunikation. Ja. Man wird ihnen nur vertrauen, wenn man das Gefühl hat, dass sie keinen Vorteil aus unserer Offenheit ziehen werden. Ja. Auch wenn sie das Schlimmste, was immer das Schlimmste sein mag, über uns wissen, werden sie Metta für uns empfinden. Ja? Ja? Und wenn du ihnen deine Fehler eingestehst, werden deine spirituellen Freunde wissen, dass du ihnen vertraust. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor in dieser sozusagen Dynamik der menschlichen Beziehung. Wenn du deine Fehler eingestehst, du zeigst, du hast Vertrauen zu den anderen, werden die anderen wissen, du vertraust ihnen. Das ist sozusagen vertrauensbildende Maßnahme in allen Richtungen. Ja? Also als Ergebnis werden sie auch dir mehr vertrauen. Ja? Vielleicht mal eine kleine Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, als ich Ende der 90er Jahre ein relativ junges Ordensmitglied war, jung an Ordinationsjahren, Lebensjahren, war ich gedacht, und da war ich nicht so jung, ja. Also Ende der 90er Jahre im Essener Männerkapitel. Also ich bin im Sommer 1998 von meinem viermonatigen Ordinationskurs aus den Bergen Spaniens zurückgekommen. Und Teil dieses Kurses besteht auch darin, zu lernen, wie man Eingeständnisse macht und wie man sie geschickt annimmt. Ja? Und ich war von dieser Praxis begeistert und habe dann so bei den wöchentlichen Treffen des Ordenskapitels jedes Mal Eingeständnisse gemacht. Ja? Und war für mich irgendwie selbstverständlich. Ja? Und war aber im Ordenskapitel damals nicht die Regel. Ich brachte in gewisser Weise so einen frischen Wind rein, war quasi der junge, neue, enthusiastische Kamerad aus Spanien. Und ein älteres Ordensmitglied sagte mir, wie sehr er davon beeindruckt war. Ergebnis war dann, weil ich offensichtlich Vertrauen gezeigt hatte, er fing dann an, selber fast jede Woche Eingeständnisse zu machen, was er vorher nicht gemacht hatte. Und ich kann mich noch erinnern, bei einem Ordenstreffen kam er rein und sagte gleich am Anfang, es gibt zwei Dinge, über die ich nicht reden möchte, weil sie ihm offensichtlich sehr unangenehm waren. Aber, so setzte er fort, deshalb rede ich über sie. Ja? Und die beiden Eingeständnisse, die hat es durchaus in sich. Also er hatte da jetzt niemanden
umgebracht oder grob unethische Sachen, aber die waren, das war schon unethisches Malen. Ja. Und ich habe dieses Treffen, deswegen bin ich immer noch als so ein kleiner, hoher Höhepunkt meines gesamten Ordenslebens in Erinnerung. Ja. Da ist durch diese Fehlereingeständnisse einiges passiert. Die haben die ganze Stimmung in unserem Treffen gehoben und als Ergebnis entwickelte sich eine viel vertrauensvollere und intimere Atmosphäre. Eingeständnis von Fehlern in vollem Bewusstsein, dass es ein unethisches Verhalten ist, ist eine Herausforderung. Ich will das auch nicht sagen, es ist auch nicht so leicht. Ja. Es ist eine viel größere Sache, als irgendwas mal so nebenbei zuzugeben. So, ne, irgendwo so beim Essen mal so oder kurz so nebenbei. Ja, ich habe da das gemacht. Zack, fertig. Ne? Nee, wenn man das in wirklicher, in der passenden Situation macht, im vollen Gewahrsein, hat es einen viel größeren Effekt. Ja? Wie macht man Eingeständnisse? Idealerweise macht man seine Eingeständnisse so bald wie möglich. Sobald dir auf schmerzhafte Weise bewusst wird, was du getan hast, wie sehr du deinen eigenen Idealen nicht gerecht geworden bist, und sobald du deine spirituellen Freunde treffen kannst. Ja. Je länger du das zurückhältst, ja, umso länger stagniert dein spirituelles Leben. Ja. Und Selbstverständnis ist, Fehlereingeständnis auch nichts, was man nur so einmal macht, ist eigentlich eine lebenslange Aufgabe. Ja. Solange wir nicht erleuchtet sind, wird es uns in uns immer Teile von Negativität geben, die sich ausdrücken werden in Gedanken, Worten oder Taten und die wir so schnell wie möglich loswerden sollten. Ja? Also Eingeständnis ist eigentlich Teil des spirituellen Lebens. Eigentlich sollten wir dauernd Eingeständnisse machen, so jedenfalls sobald wir etwas einzugestehen haben. Ich wollte noch ein bisschen was sagen zu dem Thema Gedanken. Das wird uns oft im Alltag manchmal so gar nicht bewusst. Also ich merke das, wenn ich auf längeren Meditationszeiten bin, so längeren Retreats. Mit länger meine ich jetzt nicht nur mal eine Woche in Vimalagata oder zwei, sondern vielleicht auch so ein paar Monate. Habe ich ja schon mehrmals gemacht. Dann merke ich, was da für ein Mist in meinem Kopf gelegentlich rumspukt. Oder einfach so aufpoppt, würde man vielleicht sagen, so wie auf dem Bildschirm, bupp, ist auf einmal ein Gedanke da. Ja. Manchmal sind die sogar schrecklich. Also ich finde die schrecklich, was da so an Gedanken auftaucht. Ja. Man hatte nicht vor, diesen verächtlichen Gedanken vielleicht oder neidischen oder gar bösartigen Gedanken zu haben. Wir haben den nicht herbeigerufen, aber trotzdem ist er irgendwie in unserem Geist aufgetaucht. Wir wünschen uns vielleicht, wir hätten diesen Gedanken nie gehabt. Und es fühlt sich manchmal so an, als käme der irgendwo wie von außen. So. Oder irgendwas wäre da so eine unterirdische Explosion. Auf einmal guckt man so, komm, das jetzt auf einmal her. Ja? So. Also wie gesagt, im Alltag merke ich das nicht. Aber auf Meditationszeiten, wo man nicht so viel äußere Dinge macht, wo man mehr so Introspektion macht, wird das deutlicher. Ja? Also irgendwie tauchen die auf. Erscheint manchmal so, als kämen die von woanders her. Trotzdem müssen wir natürlich auch der Tatsache ins Auge sehen, dass diese Gedanken doch unsere Gedanken sind. Ja, sind nicht Ingrids Gedanken, sondern sind meine Gedanken. Ja. Also muss ich dafür auch Verantwortung übernehmen, dass die in meinem Geist aufgetaucht sind. Ja. Auch wenn man vielleicht sagen könnte, so ein bisschen meine persönliche Theorie, ich habe manchmal das Gefühl, als kämen diese Gedanken aus früheren Leben, sagen wir so. Das ist irgendwie so altes Karma, was dann auf einmal sich so in die Oberfläche drängt. Ja. Weil es aber unsere Gedanken sind, müssen wir uns auch von diesen Gedanken reinigen oder zumindest versuchen, uns dafür zu reinigen. Ich denke, wir müssen uns nicht dafür schämen, ja, dass diese Gedanken in unserem Geist aufgetaucht sind. Wir müssen deswegen schon gar nicht irrationale Schuldgefühle haben, dass die aufgetaucht sind. Aber, was unsere Verantwortung ist als Buddhisten, wir müssen etwas dafür tun, dass wir sie loswerden.
Oder dass sie zumindest nicht weiter auswuchern, größeren Raum aufnehmen, dass sie vielleicht einfach nur so aufgetaucht sind und dann aber auch wieder weg sind. Ja. Und ein wirksames Gegenmittel, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wie man solche, auch solche Gedankenmuster loslassen kann, wenn man sie eingesteht, spirituellen Freunden. Ja. Wenn wir sie wirklich eingestanden haben, fühlen wir uns oft gesäubert und gereinigt, könnte man sagen. Und interessanterweise hört das manchmal auch dann auf in diesem Gedanken. Ja. Aber diese Reinigung, wenn man so will, ist vielleicht die letztlich wichtigste Bedeutung. Die wichtigste Bedeutung dieses ganzen Fehlereingeständnisses. Ja. Alle dunklen Seiten, schlechten Dinge aus unserem Geist so rauszufegen, damit wir Freude erleben können. Die Freude eines reinen Geistes und reinen Herzens. Okay, um vielleicht nochmal zusammenzufassen, die praktischen Fragen, die man beachten sollte, wenn man Fehlereingeständnisse macht. Okay, wer kann ethisches Fehlverhalten eingestehen? Jeder. Jeder, der ein wahres Individuum werden möchte, ja, der sich seiner selbst und seines Verhaltens bewusst ist und dafür Verantwortung übernimmt, der emotional positiv ist und vielleicht das Wichtigste, der nicht emotional abhängig ist oder zumindest nicht so stark abhängig ist von der Anerkennung durch andere. Weil wenn wir da stark von abhängig sind, werden wir kein wirkliches Fehlereingeständnis machen können. Wir werden von irrationalen Schuldgefühlen getrieben sein. Ja. Aber ein wahres Individuum gesteht ein, weil es sich entwickeln will, weil es sich verändern will. Es gesteht nicht ein, weil es Anerkennung gewinnen will oder Sympathie von anderen oder die zurückgewinnen will. Ja. Er oder sie kann auch ohne die Anerkennung der Gruppe leben. Es geht ihm in erster Linie, wenn man so will, um seinen eigenen Geist, sich zu reinigen, alles aus dem Weg räumen, was ihn sozusagen auf dem Wege zur geistigen Entwicklung noch im Weg steht. Okay, zweiter Punkt vielleicht, wem gesteht man ein? Anderen Individuen idealerweise. Idealerweise könnte man sogar sagen, idealerweise hochentwickelten Bodhisattvas gesteht man ein. Aber naja, da laufen nicht so viele rum in dieser Welt und praktischerweise werden es einfach die Mitglieder seiner Gemeinschaft sein, seine spirituellen Freunde, die seine oder ihre spirituellen Ideale teilen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, wem man eingesteht, seine spirituellen Freunde. Wichtig, deshalb, weil wenn du vielleicht deinem Arbeitskollegen eingestehst, dass du häufiger schwarz fährst und der lacht dich dann aus, ja, weil er selber laufend schwarz fährt, und überhaupt nicht einsehen kann, was daran falsch sein sollte. Der hat vielleicht noch seine ideologische Erklärung, warum man eigentlich schwarz machen sollte, bla bla bla. Ja. Wenn dir das passiert, das kann ziemlich peinlich sein, unangenehm sein. Ergebnis ist vielleicht, du machst nie wieder ein Fehlereingeständnis. Du hast da mal eins gemacht und dann lacht er dich aus. So, ja. Und vielleicht wird dadurch auch dein eigenes ethisches Gewahrsein ins Wanken gebracht. Schwarz, ist das ja in Ordnung. Ja? Also, gewöhnlicher Freund wird möglicherweise dein Eingeständnis überhaupt nicht verstehen können, weil er deine Ideale nicht teilt. Versteht vielleicht auch überhaupt nicht, warum dir das wichtig ist und was so ein Eingeständnis bedeutet. Ja? Also, in seiner Gegenwart oder ihrer Gegenwart werden wir uns nicht wirklich reinigen können. Ja? Spirituelle Freunde dagegen wissen, wovon sie reden. Sie werden unserem Eingeständnis wohlgesonnen sein und verstehen, warum wir es machen. Die verstehen vielleicht auch, wie schwer es uns fällt, diese unangenehmen Dinge zu sagen. Und sie haben große Sympathie für unseren Wunsch, unser Verhalten zu verändern. Deswegen machen wir das Fehlereingeständnis. Also da ist eine starke positive Motivation dahinter, wenn jemand wirklich das Fehlereingeständnis macht. Und dieser starken Motivation, positiven Motivation, sollte man mit großer, großer Sympathie begegnen. Dritter Punkt, was gesteht man ein? Ja, alles. Alles, was
uns was unethisch ist, was uns hindert, Erleuchtung zu erlangen. Ja? Und wenn wir bestimmte Dinge nicht eingestehen wollen, werdet ihr wahrscheinlich merken, wenn ihr über sowas nachdenkt, sagt, nee, das sag ich nicht. Ja. Ja, wenn ihr euch mal anguckt, dann werdet bestimmt die eine oder andere Sache taucht auf, nee, das sag ich nicht. Und das bedeutet eigentlich fast immer, davon wollen wir uns auch nicht trennen. Das wollen wir nicht ändern, zumindest noch nicht ändern. Also wir hängen an unseren alten Gewohnheiten. Wann gesteht man ein, habe ich schon gesagt, sobald wie möglich. Sobald man sich seines Fehlverhaltens bewusst wird und je länger wir es zurückhalten, umso länger halten wir auch unsere Entwicklung zurück. Und idealerweise sollte das Fehlereingestehen so Teil unserer regelmäßigen spirituellen Praxis sein. Also in unseren wöchentlichen Ordenstreffen steht das zumindest immer so auf der Tagesordnung. Ja, das heißt nicht, dass jeder das immer macht, aber es ist zumindest so, na, wer hat was zu sagen? Ja? Also das ist die Aufforderung. Wie gesteht man ein? Ohne jegliches Schuldgefühl. Ganz, ganz wichtig. Ohne jegliches Schuldgefühl. Zumindest ohne irrationale Schuldgefühle. Ja? Ja? Keine irrationale Schuldgefühle zu haben, um das vielleicht nochmal ein Missverständnis auszuräumen, bedeutet nicht, dass man kein Bedauern empfindet. Bedeutet nicht, dass man sich möglicherweise sogar schrecklich schämt, aber man fühlt sich nicht schuldig. Ja? Weil irrationale Schuldgefühle bedeuten Angst haben, Angst vor Liebesentzug, Verlust der Anerkennung und so weiter und so weiter. Schuldgefühle bedeutet, emotional abhängig zu sein von jemandem, ohne dessen Liebe wir nicht leben können, oder wir uns einbilden, wir könnten ohne dessen Liebe nicht leben, ja? Dem wir also deswegen auch nicht wütend machen wollen und dessen Anerkennung wir nicht verlieren wollen. Ja? Wenn wir diese Art von Schuldgefühlen erleben, wie das so ehrlicherweise zu dir sagen muss, dann kannst du eigentlich sicher sein, dass du emotional abhängig bist, emotional nicht frei bist. Für manche Leute, die vielleicht eine starke christliche Konditionierung haben, wie gesagt, ich selber habe keine, können allein daraus starke, wenn man eine starke christliche Konditionierung hat, zumindest so meine Beobachtung, können allein daraus Schuldgefühle entstehen. Wenn man mal so nüchtern überlegt, als Christ versucht man ja Gott zu lieben und möchte auch von ihm geliebt werden. Wenn man aber Dinge tut, die Gott nicht will, fühlt man sich schuldig und als innere Reaktion hasst man dafür möglicherweise Gott, ja, weil er dafür verantwortlich ist, dass man sich schuldig fühlt. Ja. Und das steigert natürlich möglicherweise die Schuldgefühle noch weiter. Ja. Also mag sein, dass das von uns, von niemandem hier in unserem Kreis ein Problem ist, aber ich habe schon einige Leute kennengelernt, die so da manchmal jahrzehntelang, für die das ein jahrzehntelanges Arbeitsfeld ist, diese tief eingegrabenen Schuldgefühle durch ihre christliche Konditionierung. Fehlereingeständnis im buddhistischen Kontext wird uns niemals schmach machen. Niemals schmach machen. Es wird uns erheben. Es wird uns inspirieren, weil es frei von Schuldgefühlen ist. Ja? Unsere Freunde werden mit Freundlichkeit und Mitgefühl antworten. Mitgefühl, weil sie unser inneres Leiden vielleicht sehen und auch wissen, dass möglicherweise gewisse Folgen unserer Handlungen unvermeidlich auf uns zukommen werden. Und sie werden Freude erleben. Freude, weil wir den Mut hatten, weil wir uns überwunden haben, unser Fehlverhalten einzugestehen, weil wir uns verändern wollen und auch, weil sie uns Vertrauen entgegengebracht haben. Also das ist eigentlich im Buddhismus eine freudvolle Angelegenheit, zumindest als Endergebnis steht sozusagen Freude, auch wenn es zwischendurch mal denkt, oh Gott, was hat denn da wirklich gemacht? Ja? Aber im Ergebnis ist da Freude. Ja. Welche Wirkung wird das Eingeständnis haben? Ja, ich habe schon gesagt, Freude. Und wir werden uns gereinigt fühlen und wieder auf dem zurück auf den spirituellen Pfad fühlen. Wir werden es fühlen wie reine Wesen oder zumindest relativ reine Wesen, ja, unter anderem reinen oder relativ reinen Wesen. Ja, ist uns vergeben worden und wir haben wieder einen klaren Pfad vor uns.
Okay, jetzt habe ich genug geredet. Ja, ich will es dabei jetzt mal belassen.